Es ist 23.45 Uhr. B5 aktuell. Jennifer Güsel mit den Nachrichten. B5 Service. Mit zwei Meldungen von den Autobahnen. Die A3 Frankfurt Richtung Würzburg ist zwischen Markt Heidenfeld und Wertheim-Lenkfurt wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Zurzeit 10 Kilometer Stau. Und auf der A96 München Richtung Lindau ist der Tunnel Eching gesperrt. Dort wurde die Höhenkontrolle ausgelöst. Das Wetter in Bayern. In der Nacht gebietsweise Regen, örtlich auch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. Morgen viele Wolken und zeitweise auch Regen und örtlich wieder Gewitter. Tageshöchstwerte morgen 16 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten ab Freitag soll es langsam freundlicher werden. Tageshöchstwerte dann bis 25 Grad. Damit endet das Programm von B5 aktuell. Wir schalten jetzt um zur ARD-Infonacht. Auch in den kommenden Stunden werden Sie hier natürlich auf dem Laufenden gehalten mit aktuellen Nachrichten und Korrespondentenberichten aus aller Welt. Wir melden uns dann wieder in der Früh um 6 und wünschen bis dahin eine gute Nacht. ARD Infonacht Nachrichten. Und damit geht die heutige ARD Infonacht zu Ende. Vom NDR verabschiedet sich Sebastian Ottowitz. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und die Uhrzeit. Es ist 5.58 Uhr. Das war die ARD-Infonacht. Von jetzt bis Mitternacht hören Sie auf dieser Frequenz BR24, das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Der Bayerische Rundfunk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Intendantin Dr. Katja Wildermuth, Programmdirektion Information Thomas Hinrichs, Programmdirektion Kultur Dr. Reinhard Skolik. Verantwortlich sind für Bayern 1, Bayern 3 und Puls Walter Schmich, Bayern 2 Stefan Mayer, BR Klassik Oswald Beaujean, BR Franken, Tassilo Forchheimer, BR24, Christian Nitsche, Kultur, Silvi Stephan, Politik und Wirtschaft, Andrea Kister, Sport, Christoph Netzel, Unterhaltung und Heimat, Annette Siebenbürger-Holz, Wissen und Bildung, Werner Reuß. Die Redaktionen arbeiten mit den Meldungen der Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks sowie mit den Nachrichten der Agenturen dpa, AFP und Reuters. Das Team von BR24 wünscht einen guten Morgen. BR24 Service. Zwei Meldungen gibt es. A3 Linz Richtung Passau zwischen Neuhaus am Inn und Passau Süd. 3 Kilometer Stau. Und A94 München Richtung Passau zwischen Mühldorf West und Mühldorf Nord. Behinderungen nach einem Unfall. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Es ist 6 Uhr. BR24. Das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Der digitale Corona-Impfnachweis tritt in der EU in Kraft. Kramp-Karrenbauer zieht gemischte erste Bilanz nach Afghanistan-Einsatz. Und B5 aktuell heißt ab heute BR24.